Ja, wir sind noch in der U-Bahn in The Last of Us Folge, die Schüttelfolge. Nein, natürlich nicht Folge 8. Wir haben ja schon jetzt hier einiges in der U-Bahn erlebt. Und da kommen wir auch schon raus, Gott sei Dank. Mein Gott, es war ganz schön staubig und dunkel. So, jawohl. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, Okay, ich was. sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemandem von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Ellie ist so ein bisschen mitgenommen. Man sieht es ja förmlich an. Wäre ich aber, glaube ich, auch. Na bitte. Wow. Ja, hier lang wird's schneller gehen. So. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Ich weiß, dass es im Wald ein paar Sachen zu sammeln gibt. Deswegen werde ich mich hier ein wenig länger aufhalten, also nicht wundern. Hui. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Ja, wie ich schon gesagt habe, im Wald gibt es halt jede Menge Sachen zu sammeln, die ich ungern liegen lassen möchte, denn... Oh, hey Kleiner. Ui. Ein Häschen, wie süß. Ich denke sofort jetzt an das Survival-Spiel Forest oder The Forest. See Forest. Und da sind auch so kleine Häschen, aber die kann man da kaputt machen und dann survivalen, also damit essen. Damit macht man sich dann Essen. Ja. So. Wir müssen da lang, also. Fängt Ellie noch an zu singen. Also schaue ich nochmal hier, ob wir nicht hier was liegen gelassen haben. Ne, da waren wir ja schon, ne? Genau, okay, alles klar. Gut, dann können wir weitergehen. Ein Wasserturm. Lincoln. 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 Der Onkel Lincoln, der hat den Wasserturm bemalt. Oder hingestellt. Oder whatever. Oh Mist. Da. Also da ist Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drum herum. Also da ist eine Kette drum mit einem Schloss vor und. Das hat man vorher nicht gesehen. Das muss man noch dran wackeln. Naja. Achso, drüber springe ich. Die Doofen. Wow, da. Fireflies. Ich Hui. meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Oh, wie Sorry. schön.
Ich musste das einfach tun. So. Schauen wir mal. Ich gehe da mal hoch und sehe mich um. Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber meine Katze Gizmo, der ist jetzt gerade hier voll am Rumtouren. Oh, ein Stahlrohr. Oh, mit Nägeln und Scheren dran. Ah ne, mit Scheren nur. Nahkampfverbesserung. Verbessere einige beliebige Nahkampfwaffen, um Gegner mit einem Treffer zu töten. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, geht sie kaputt. Erfordert Schere, Klebeband, ja, und natürlich eine Waffe. Ja. Ja. Was ein erleichterndes Ja von ihm. So. Da ist ein Brett. Nutze Bretter, um Lücken zu überbrücken. Um Lücken zu überbrücken. Ich überbrücke auch immer Lücken. Ja, diese kleine Lücke. Dort sitzt immer wieder eine Mücke. La 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 la. Na also. So. Damit wären wir drüben. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Würde ich auch mal sagen, dann schauen wir uns das mal an. Ich hoffe mal, dass wir da keinen Besuch bekommen. La 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 la. Aber hier liegt wieder was. Da liegt ein Backstein, den nehmen wir mit. Fireflies, Fireflies. Spielen immer, der Preis ist heiß, der Preis ist... Bleibt der Ast auch noch eine Birne hängen. Sehr lang. So, anscheinend geht's hier. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Genau. Joe ist ganz schön... Oh, das hört sich nicht gut an. Ich habe da schon was gehört gerade. Hier liegt eine Flasche, ja. Was ist hier oben? Okay, hier ist nichts. Da steht einer in der Ecke. So. Dann gehen wir mal weiter gucken. Vielleicht kommen wir ja hier oben in das Gebäude rein, wo das Fenster kaputt ist. Das sieht mir förmlich nämlich danach aus. Uah. Vielleicht finden wir ja da noch irgendwie was drin, was wir gebrauchen können. Schauen wir doch mal. So. Da liegt doch schon mal was. Man weiß ja nicht. Alles okay? Ich versuche, pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das wie pfeifen? Du kannst nicht pfeifen. Warte eine Sekunde. So. Da liegt ein Brief. Pillennotiz. More Pills, wir kennen das. Okay. Erinnerung, mehr Pillen sammeln und ich muss mehr Munition beschaffen. Mir bleiben nur 3 Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. Okay. Da liegt noch was im Schrank. Achso, wir können mal gucken, ob wir was bauen können. Ja, ein Medikit. Ist ja super, haben schon mal 3. Ja, das war's auch schon. Okay. Nahkampfverbesserung. Okay.
Hier haben wir 45, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen bis zum. So, wo geht's hier hin? Ah, okay. Nach unten. Hier durch. Oh, okay. Da liegt aber was in der. Da liegt was im Regal bei ihm nebenan. Das heißt, es würde sich vielleicht lohnen, ihn rauszulocken. Was ist mit ihm hier? Hier ist ja Sackgasse. Oh, da liegt auch noch was, jede Menge. Können wir das mal die vielleicht mal weglocken, den Kumpel, den Kuckuckkumpel? Ah, toll, da liegen nur Flaschen. Ja, super. Klasse. Na, super. Heißt, wir müssen ihn hier, der da drin ist, auch weglocken. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Kletter da hoch. Huh. Ganz gefährlich. Ich will doch nur mal in die Hütte rein. Und mich da mal eben umsehen. Ja. Oh, Ellie! Mann! Erschreck mich doch nicht so. Da hinten liegt ein Backstein. Und hier liegt eine Flasche. Das ist natürlich sehr schön. Also ich glaube, der wird uns nicht gefährlich, aber der unten, der könnte. So, okay. Schauen wir mal, was hier liegt. An Lappen. Ein Lappen ist immer gut. Wenigstens ein. Wow. Wenigstens ein Utensil. Das sieht lecker aus. Ja, sieht aus wie Erdbeerkuchen. So. Dann müssen wir wahrscheinlich doch hier lang. Ja. Oh Mist. Ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Na gut. Gut. Stell den Fuß drauf. Mach es nur auf, sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Okay. Oh, mal sehen. Okay. Tada. Tada. Gut gemacht. Danke. So, da haben wir eine Nahkampfwaffe. Können wir die verbessern? Ja, können wir. Machen wir das mal. Weil das gefiel mir doch schon ganz gut mit den One-Shot. Hui. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlin meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Ich würde sagen, sehen wir uns mal wieder erstmal um. Hier überall. Vielleicht finden wir wieder was Nützliches. Da ist zum Beispiel wieder ein Lappen. Ein alter Spielautomat. Wow, Turning. The
The Turning. Okay. So, hier ist die Küche. Wie sie da drauf starrt. So, da haben wir wieder Scheren gefunden. Hier ist auch sonst weiter nichts. So. So, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall hier mal so, sich so ein bisschen umzusehen. Ja, da sieht man es. Bauteile jede Menge. Schnipp, schnapp, schnapp. Ah, das Gebäude hat zwei Etagen. Können wir vielleicht hier noch nach oben gehen. Gucken wir mal, dass wir vielleicht da oben noch was gebräuchle. Da, wunderbar. Aber hier kommen wir nicht rein. Okay. So. Gerade total entspannend, jetzt hier so lang zu laufen, natürlich. Wo man ja eigentlich weiß, wie dramatisch es eigentlich ist. So, von da sind wir gekommen. Ist da oben noch irgendwie vielleicht etwas, was wir vielleicht noch sammeln können? Oder sollten? Hier vielleicht? Nee. Aber hier sieht mir das förmlich danach aus. Ja. Öh, was ist das denn? Hey, da! Zwerge? Ja, ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Oh, verstehe. So. Kräuter sehen so ein bisschen aus wie bei Resident Evil. Da waren das waren auch mal so Blumentöpfe. So, ein Lappen. Oh, jede Menge Zeugs, was wir hier haben. Und wir können nur drei herstellen und drei Molotow auch. Okay, das werden wir wahrscheinlich. Wie war das nochmal? Kommt man später? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, später kommt man das auch verbessern, dass man da mehr machen konnte. Aber ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Okay, da haben wir jetzt natürlich ein paar Sachen gesammelt, aber wir schauen uns jetzt weiter um, gehen jetzt erstmal systematisch jetzt hier alles ab. Oh, ein Safe. Ah, seht ihr, wir haben den Safe im Dings vergessen, da in der U-Bahn. Gut, da war auch ein bisschen stressig, aber hier gibt es eine Kombination. Das heißt, wir müssen mal schauen, ob wir irgendwo was zu lesen finden. Befehl zur Evakuierung. Evakuieren wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter. Das stimmt. So. Schauen wir mal, ob wir... Hier scheint noch irgendwas zu sein. Ja. Ein alter Plattenladen. Wow. Sieh dir das an. And Everything With von The Chamberless. Von The Chamberless. H und N ist das hier. Okay, warum... Okay, alles klar. Was haben wir hier? Full Funk. Ja, wer kennt sie nicht? Die Full Funk. Wer kennt sie nicht? Was haben wir hier vorne? The David Song. Okay, Legendary Music. Da ist wieder die Full... Bei A und G steht jetzt... Achso, okay. Gab's wohl im Dutzend billiger. Okay. Hier konnte man wahrscheinlich früher dann mal Probe hören. Documentary, Biografie, Music Instruction und Live Concert. Das sind dann DVDs. Und sich dann... ein Schlagzeug. Cool. Schade, dass man damit nicht spielen kann. Okay, die Tür ist zu.
Hier liegt noch was im Regal. Hier liegt noch Munition. So. Was haben wir? Rock Hippie! Oder Pippi? Nee, Rock Hippie. Hippie 13. Mit Pop-O. Gupti Ban. Bnata. The Stringers. Pillowman. The. Okay. Ja, und Fullfang wieder. Fullfang ist immer aufgetreten, damals mit dem Raumschiff. Ja, damit wurden sie auch immer eingeflogen. So, das ist voll. Vielleicht können wir ja was herstellen. Aber anscheinend nicht. Uah. Entschuldigung. So. Da, Notiz. Da haben wir doch was gefunden. Schauen wir mal. Vergrößern, lesen. Die verdammten Infizierten tauchen zu oft viel zu nah beim Unterschlupf an der Kirche auf. Anscheinend muss ich die Perimeter Schwachstellen mal wieder ausräumen. Okay, die Perimeter Schwachstellen mal wieder ausräumen. Okay. So, hier hätten wir alles. Aber bis dato auch noch keine Notiz. Also da möchte ich auch nicht auf dem Klo gehen. Naja. So. Bis jetzt auch noch keine Notiz. Mann, das Notiz. Ist echt traurig. Was denn? Kann ich hier. Hallo? Okay. Schade, ich habe die Interaktion mit ihr verpasst. Weil da konnte man sich jetzt mit ihr unterhalten. Naja, gut. Aber, keine Notiz zum Save. Weil ich weiß, dass die. Uha. Oh Mann! Oh, krass! Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Das kannst du laut sagen. Okay, das scheint's. Und wie ist er sonst so? Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Da geht's anscheinend weiß, weiter. Wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Hier ist eine Notiz und da hinten scheint es anscheinend weiterzugehen. Schauen wir uns trotzdem nochmal in der Stadt weiter um. Nachrichten, Bob. So, lesen. Bob, ich verlasse die Stadt nicht ohne den Safe. Hilf Brad, ihn in den Truck zu laden. Falls du ihn öffnen musst, die Kombination ist 5, 17, 21. Yeah! Wir haben die Kombination für den Safe. Und da bin ich ja jetzt mal echt mal gespannt, was da drin ist. Weil ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was da drin war. Wenn, dann können da eh nur Utensilien sein, die wir brauchen oder benötigen. Vielleicht aber auch eine neue Waffe. Wer werden es jetzt sehen? Ja. Okay, er brauchte die Zahlenkombination natürlich nicht eingeben. Ist auch ein Safe, der sich, der das merkt, wenn wir die Kombination in der Tasche haben. So, Tabletten. Ja, Gewehrmunition. Und ich glaube, Pistolenmunition war es, glaube ich, auch gewesen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Haben wir denn jetzt noch irgendwie. Da haben wir jetzt schon 65. Fehlen uns noch 10 Tabletten. Dann können wir endlich dieses mit dem Messer ausprobieren. Was war das andere nochmal? Schwenken der Waffe. Heiltempo, maximale Gesundheit müssen wir auch verbessern. Das machen wir später. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und nicht, dass es nachher heißt jetzt hier, dass sich einer beschwert hier unter dem Video. Der verbessert ja gar nichts. Das mache ich schon. Ich möchte nur ein bisschen sparen, weil ich erst was anderes verbessern möchte. Nimm mal ein Messer. Okay, da können wir jetzt natürlich. Na bitte. Wenn man ein Messer. Oh Mann, du musst mir zeigen, wie das geht. Ein Messer verbraucht, das heißt, wir müssen ein neues herstellen. Das machen wir eben. Haben wir genug Sachen gesammelt, um ein neues herzustellen. Hui, hier liegen ja so viele Sachen drin. Hui. Das ist ja ein reines Paradies.
Wow. Das ist ja ein reines Paradies hier. Da haben wir schon wieder Tablettenau gefunden. Wow. Okay, da oben geht es nicht weiter. Aber ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir jetzt, glaube ich, so unsere Tabletten. Yeah. Messermeister. So, und jetzt beim nächsten 100. Messer mit voller Haltbarkeit zerbrechen nicht beim Befreien aus dem Klickergriff. So, das nächste, was wir machen, ist natürlich maximale Gesundheit. Wir haben nur noch 5, Tabletten. Da ist auch eine Falle. Wir sollten also aufpassen, da sind Pfeile. Oh. Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Ja, vermutlich. No tree passes. No trees passes, okay. So, da ist eine Leiter. Die werden wir wahrscheinlich hier oben anbringen. Ja. Dann wollen wir mal. Und da finden wir auch schon direkt den Bogen, den passenden dazu. Hey, sieh mal an. Sieh mal an. Gib ihn doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Genau. Ja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Ich glaube, wir müssen das Brett mitnehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde es mal vorsichtshalber mal mitnehmen. Hier. Das hier können wir nehmen. Ja. Ich werde das mal hier platzieren und dann nach oben gehen, weil ich glaube, wir brauchen das oben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ich wusste es doch. Du darfst rein. Komm hoch. Also haben wir uns den Span noch mal gewegt, den Weg noch mal gespart, nach unten gehen zu müssen. Und so, genau, da hinten, also weit haben wir es ja nicht mehr, man sieht es ja. So. Ist ja der Wahnsinn. Und ich höre schon die Klicker da unten. Ja, da geht's schon wieder. Können wir da einfach runtergehen jetzt hier, oder? Ja, gehen wir mal. Hallo, du sollst runtergehen, nicht rauf. Runter. Joel, runter. Lassen wir ihn einfach mal links liegen. Weil der stört uns ja nicht. Ne? So. Ja, ihr seht, wie gesagt, wir haben es nicht mehr weiter. Hinten brennt es schon. Oder da hinten ist so dieser Rauch, was wir von Weitem schon gesehen hatten. Ja. So, da geht's dann nach unten. Ja, gut. Ich würde sagen, ich gehe nochmal hier hin. So. Und dann lasse ich euch einfach mal mit den schönen Bildern entlasse ich euch in einer weiteren Pause, denn wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder The Last of Us. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also macht's gut. Tschüss.